Hallo ihr Lieben, es wird Frühling, die Vögel zwitschern, die Sonne lacht ja und mich hat über Nacht eine Erkältung heimgesucht, pünktlich zu meiner kurzen einwöchigen Urlaubswoche. Deshalb habe ich mich heute für eine Hühnersuppe entschieden. Jeden Sonntag zeige ich Rezepte aus unserer Facebook-Gruppe, Rezepte aus dem ehemaligen Jugoslawien und Nachbarländer und Rezepte von Freunden und aus der Familie, klassisch und manchmal auch modern umgesetzt. Bisher habe ich Hühnersuppe immer ganz klassisch im Kochtopf zubereitet. Das ist heute also meine Premiere in der Prep and Cook und ich bin ganz neugierig, weil auch der Varoma zum Einsatz kommt. Das Originalrezept hatte ich in der Rezeptwelt entdeckt. Das Rezept verlinke ich unten in der Infobox. Ich habe es jetzt unserem Geschmack etwas abgewandelt und angepasst. An Zutaten habe ich Zwiebel, Knoblauch, frischen Ingwer und frische Kurkuma-Wurzel, Sellerie-Stange, Öl, Bärsalz, Lorbeerblätter, Suppengemüse und Hühnerteile verwendet. Das Ultrablade-Messer wird aufgesetzt. Eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, ein etwa 1 cm großes Stück Ingwer, eine Selleriestange und etwas frische Kurkuma-Wurzel werden in den Mixtopf gegeben und per Impuls 10 Sekunden zerkleinert. Das Ultrablade-Messer wird durch den Rühraufsatz ersetzt und mit dem Spatel wird die Gemüsemasse nach unten geschoben. 2 bis 3 Esslöffel Öl werden angegossen und über das Garenprogramm P1 wird das Gemüse nun angebraten. Bei dem Garenprogramm P1 sind Zeit und Temperatur vorinstalliert und ich finde das perfekt zum Anbraten. Ein Liter Wasser wird angegossen und gewürzt wird Instantbrühe, Bärlauchsalz oder normalem Salz und Lorbeerblättern. Der Deckel wird wieder aufgesetzt und verriegelt. Und der Varoma kommt zum Einsatz und wird aufgesteckt. Ich habe jetzt hier etwa 600-700 Gramm Hühnerteile. Diese werden auf den flachen Varoma-Einlegeboden gelegt und dieser wird aufgesetzt und mit dem Deckel abgedeckt. Über die Einstellungsstufe 1, 130 Grad, 40 Minuten, werden Brühe und Hühnerteile nun gekocht und gegart. Nach Ablauf der 40 Minuten werden weitere 250 bis 300 Milliliter Wasser angegossen. Im Rezept aus der Rezeptwelt wird nun auch das Garkörbchen samt rohen Reis eingehangen. Aber ja, Reis gelingt mir in der Prep and Cook leider nicht so. Meinen Reis koche ich ganz klassisch, altmodisch auf dem Herd. Mein Fleisch ist noch nicht ganz durch oder noch nicht so durch, wie ich es gerne hätte. So gebe ich das vorbereitete Suppengemüse nun hinzu und gare beides zusammen noch etwas weiter. Das Suppengemüse wird nun also auf den Hühnerteilen verteilt und mit dem Deckel wieder abgedeckt.
und gart nun bei Stufe 1 130 Grad für weitere 18 Minuten. So, nun ist das Fleisch so zart, dass es wirklich von Haut und Knochen fast abfällt. Das Fleisch wird also herausgenommen, von Knochen und Haut entfernt und in mundgerechte Stücke geschnitten. Und die Zeit nutze ich, um bei dem Gemüse auch nochmal in die Verlängerung zu gehen. Ja, irgendwie scheint bei mir heute alles länger als angegeben zu dauern. Ich gehe in die Verlängerung bei Stufe 1, 130 Grad für 7 Minuten und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um das Geflügelfleisch. Ja, und nun ist alles perfekt. Das Fleisch ist butterzart, das Gemüse ist durch und wir haben auch eine sehr leckere, gesunde, kräftige Brühe. Alle Zutaten werden nun in den Mixtopf gegeben und mit dem Spatel kurz verrührt und serviert. Das hier sind übrigens die Hühner von meinem Schwiegerpapa. Ja, die heißen alle Bertha bei uns. Ja, lauf Bertha, lauf! Und wie zu Beginn erwähnt, habe ich jetzt ein paar Tage frei und kümmere mich um ein paar sehr leckere Dessert-Süßspeisen und Gebäckrezepte. Das wären jetzt zum Beispiel Baklava, Creme Peter, Kekse mit Dattelfüllung oder Walnussfüllung, verschiedene Halva-Rezepte. Ja, es wird wieder süß und lecker. Ich hoffe, der Beitrag hat dir gefallen und über einen Daumen hoch oder einen lieben Kommentar würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und wenn du es nachgemacht hast, würde ich mich freuen, wenn du ein Bild auf meiner Facebook-Seite Jana Cook for You posten würdest. Vielen Dank und liebe Grüße, eure Jana.